Damen St. Pöltner staunt. Weihnachtsbeleuchtung Ende Jänner, Schneefall mitten in der Fußgängerzone. Das Rätsel war bald gelöst, als sich Kamerateams mitten in der Stadt zu ihren Dreharbeiten für die Glattauer Romanverfilmung geschenkt positionierten. Bis zu 650.000 Seherinnen und Seher waren rund um den Jahreswechsel dabei, als die erste Stadtkomödiensaison mit drei neuen Filmen eingeläutet wurde. Von Wien und Graz zieht die ORF-TV-Reihe nun weiter in die Landeshauptstadt St. Pölten. Verfilmt wird Geschenkt von Daniel Gattauer, in der es um eine geheimnisvolle Spendenserie geht. Die Drehbuchautoren waren mit Daniel Gattauer schon relativ früh in Kontakt und es wurde auch immer von Daniel Gattauer abgenommen, die Veränderungen. Es ist die Geschichte, ist von Daniel Gattauer. Natürlich kann man nicht ein ganzes Buch in einen Film packen, deswegen muss man natürlich irgendwie Abstriche auch machen und muss ein paar Sachen kürzen, aber es sind minimale Veränderungen in dem Film. Der Film wird vom ORF und dem Bayerischen Rundfunk produziert und vom Land Niederösterreich gefördert. Niederösterreich hat sich jetzt die letzten Jahre wirklich schon als Filmland positioniert durch zahlreiche Initiativen. Auf der einen Seite ist es natürlich die Filmförderung, die einen Anreiz schafft. Auf der anderen Seite ist es auch eine eigene Beratungs- und Servicestelle, die Lower Austrian Film Commission, die dazu eingerichtet wurde im Land Niederösterreich, um Filmschaffende, Filmproduktionen zu beraten, ihnen eine Servicestelle zu sein, und zwar in allen Situationen, von Behördenwegen bis zu Drehorten, bis zum Aufbau einer eigenen Motivdatenbank, wo von moderner Architektur bis zu einer prachtvollen Barockstadt alles angeboten wird. Für St. Pölten ist damit ein entsprechender Werbeeffekt zu erwarten. Uns freut es, wenn wir immer wieder ins Rampenlicht gerückt werden, Filme zu drehen, ORF-Filme, die dann auch über die Reichweite des ORF ausgestrahlt werden, sind natürlich werbewirksam, nicht nur touristisch, sondern auch innerhalb Österreichs. Hier für eine sogenannte Stadtkomödie ausgewählt zu werden, ist schon eine Auszeichnung. Wien und Graz waren schon dran, jetzt St. Pölten. Wir sind gespannt, wer sich sozusagen auch mit der Geschichte auseinandergesetzt hat, weiß, dass es hier ein spannender Stoff ist, der durchaus auf Zeitbezüge und Zeitthemen und Probleme bis hin zum Abschiebungsthema Bezug nimmt. Wenn man als Außenstehender dazu schaut, schaut ja das alles jetzt nicht unbedingt chaotisch, aber man hat so nicht wirklich den Durchblick. Wie behalten Sie da den Durchblick? Naja, wir sind sehr gut vorbereitet. Also wir haben sehr viel Vorbereitungszeit gehabt, mein Kameramann, mein Regieassistent und auch mit der Produktion gemeinsam und haben wirklich bis ins kleinste Detail den ganzen Film schon aufgelöst. Jede Einstellung ist eigentlich, oder nicht eigentlich, sie ist durchgeplant. Natürlich passieren dann Sachen, wo man sich dann anpassen muss an Spieler, Schauspieler, ob die Positionen werden, verändern sich ja in jeder Einstellung, aber von außen schaut das immer chaotisch aus, aber es ist sehr gut durchplant, das ganze Team. Zu sehen ist die Stadtkomödie Geschenkt voraussichtlich 2019 im ORF.